Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von AustriaArms. Heute eine Ankündigung, und zwar geht es um solche Systeme wie diesem hier. Das ist ein URGI AR15 AP, also sowas, was aktuell auch in Amerika verwendet wird von diversesten Special Forces. Und das ist halt mitunter auch eine moderne Infanteriewaffe. Es gibt am 24. Mai ein spezielles Event, nennt sich Tag der Infanteriewaffen, wo man solche Waffen auch schießen kann. Das Ganze ist zugänglich für sämtliche Behördenangehörigen, Bundeswehr, Polizei, auch Miliz. Wenn ihr quasi so ein Behördenangehöriger seid, dann könnt ihr dort mitmachen. Am Tag der Infanteriewaffen ist eine Veranstaltung von der Heereslogistikschule. Und da geht es halt darum, dass man halt diverseste Systeme, sowas wie das hier auch schießen kann. Da ist so quasi von der Glock 18 bis zur Minigun alles dabei. Und das ist eine super coole Möglichkeit, wo man einfach einmal das Ganze auch einmal ausprobieren kann. Wie gesagt, das ist halt nur für Behördenangehörige, also von dem her dürfen halt nur Leute, die halt Dienstausweis haben, Bundeswehr, Polizei oder eben Miliz, da hinkommen und schießen. Ihr könnt allerdings Leute, die so einen Behördenhintergrund haben, als Begleitpersonen trotzdem mitbegleiten, und dann könnt ihr euch das trotzdem anschauen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich anmeldet. Die Details zur Anmeldung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach aufklicken auf den Link und dann schauen. Ich muss mich ein bisschen durchklicken und dann könnt ihr euch da anmelden. Und wie gesagt, ist eine coole Möglichkeit, einzigartige Systeme zu testen und sich anzuschauen. Und für all jene, die auch einmal sowas schießen wollen, gibt es da die Möglichkeit. Dieses Gewehr wird dort auch schießbar sein. Wir sind dort auch vertreten als Mitsponsor der ganzen Veranstaltung, neben Black Trident, Zero Compromise und auch Gösser Bier. Es wird Essen und Getränke geben und es wird auch eventuell die ein oder andere Band aus Österreich dann dort auflegen. Also eine coole Sache. Wie gesagt, 24. Mai, schaut vorbei. Alles dazu findet ihr in der Videobeschreibung, und wäre cool, wenn wir es dann dort sehen. Bis dann, dranbleiben und bis bald.